Was geht ab, Leute? Philipp Aspekt mit einem neuen Video und das heutige Video soll sich über Streetwear bei Frauen, ganz speziell habe ich da jetzt irgendwelche Models rausgesucht, drehen, weil wahrscheinlich kennt ihr die ganzen Videos, Style-Check von dem und dem, meistens sind das ja irgendwelche Männer und wenn meistens auch irgendwelche Prominenten. Und dabei werden die Frauen irgendwie vollkommen außer Acht gelassen, finde ich. Und auch in den Facebook-Gruppen gab es in den letzten Wochen immer wieder Diskussionen, dass Frauen nicht so richtig wahrgenommen werden bzw. ernst genommen werden. Und ja, dabei gibt es so viele Frauen, die sich auch sehr schön mit Streetwear kleiden können. Nicht diese Standard-Frauenmode, sage ich jetzt mal, sondern die können halt auch die Sachen, die jetzt wir Jungs tragen, auch rocken. Die hauen auch sehr viele nice Fitpics auf Facebook raus. Also verstehe ich dieses Vorurteil quasi gar nicht. Da wurde auch sehr kontrovers drüber diskutiert. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt einfach mal ein Video, bei denen einfach Frauen auch Streetwear tragen und ich die quasi Style checke. Also ich sage einfach jetzt einfach nur. Fangen wir direkt an und zwar mit Bella Hadid. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch sie. Sie rockt hier die Off-White Jordan 1er. Bella Hadid hat ja auch einen Vertrag mit Nike. Sie hat ja auch in letzter Zeit ordentlich Werbung für den Nike Cortez gemacht. Hier hat sie die Jordan 1er von Off-White an. Also Virgil hat ja den Homies und so von ihm und den Nike Influencer, nenne ich jetzt mal, schon vorher ein paar Paare geschickt. Die rockt sie hier zusammen mit einer farblich hervorragend passenden Trackpants, habe ich gelesen, die ist von Bobby Apley, habe ich jetzt zwar noch nicht gehört, die Brand, aber ist wahrscheinlich eher in den USA vertreten, denke ich jetzt mal, also habe ich mich hier noch nicht mit beschäftigt und dazu trägt sie so einen Cropped Sweater, auch von Nike, also sie muss natürlich ihre Marke auch heftig representen, dann noch so ein paar Chains und man sieht, sie ist bei Kith. Also im Hintergrund erkennt man das auf dem Fenster und außerdem hat sie aus dem Becher von Kith, also von Kith Treats, in der Hand. Da hat sie sich wahrscheinlich ein schönes Eis oder so gegönnt. Ja, ich finde den Fit auf jeden Fall sehr nice, passt farblich hervorragend zusammen. Die Schuhe speziell sind jetzt natürlich ein starker Hingucker und auch nochmal das Rot in der Hose, so ein farblicher Akzent. Also wie gesagt, ein sehr nicer Fit, aber ja gut, Bella Hadid würde wahrscheinlich eh alles stehen. Dann machen wir weiter mit Hailey Baldwin. Sie hat auf diesem Pick schwarze Air Max 90 an, fahre ich persönlich jetzt nicht. Air Max sind ja sowieso so eine Sache, die ich sehr kritisch sehe. Einige gefallen mir, zum Beispiel die 1er oder auch ein 97er, klar, aber die Air Max 90er zum Beispiel fahre ich so gar nicht eigentlich. Gut, was soll man machen? Die schwarze Legging, was soll man dazu sagen? Ganz starni. Ich hätte jetzt vielleicht für den Fit allgemein auch eine andere Hose ausgesucht, aber sie kann es ja auf jeden Fall tragen. Sie hat sich auch irgendeinen Kaffee oder so geholt und jetzt kommen wir zu dem eigentlich spannenderen Teil. Und zwar trägt sie auch so einen cropped Hoodie. Die Bänze sehen jetzt aus wie von Gildan. Also wahrscheinlich einfach so ein Gildan Hoodie gekoppt und einfach abgeschnitten. So sieht das zumindest aus. Und darüber so eine oversized Bomberjacke, die auch ein bisschen länger ist. So eine Art Mantel, auf jeden Fall stark oversized, vor allem an den Ärmeln. Gefällt mir eigentlich recht gut so. Also passt zu ihr. Lässt sie ein bisschen breiter wirken, als sie eigentlich ist. Wie gesagt, also oben finde ich gut, unten, ja, hätte man einige Sachen austauschen können, zum Beispiel die Hose, wie gesagt, also die Legging und auch die Schuhe. Aber wie gesagt, ich finde es allgemein gut, dass auch etwas bekanntere Models und so sich trauen, quasi von diesen Standard-Looks, den die normalerweise so auf der Straße haben, abweichen und sich eben auch mal so andere Sachen trauen und anziehen. Dann kommen wir jetzt mal zu einem deutschen Model. Gibt es natürlich auch Leute, die Streetwear rocken. Und zwar Stefanie Giesinger. Die meisten sollten sie kennen. Hat mal Germany's Next Topmodel gewonnen. Hier auf dem ersten Bild hat sie die Human Race, die allerersten von Pharrell an. Und darüber, ja, die Hose erkennt man jetzt nicht, weil sie einen mega übertriebenen Oversize-Hoodie in so orange-rot trägt. Das Ganze ist in New York entstanden, wie man am Hintergrund erkennen kann. Ja, also der Oversize-Sweater à la Kanye West quasi, so groß, dass man nicht mal mehr die Hose sieht. Na gut, und dazu dann halt die Human Race Schuhe. Simpler Fit, aber kann man auf jeden Fall machen. Auch mal wieder was anderes so für irgendwelche Models. Und ja, also die Human Race Giesinger hat ja auch, ist ja auch Adidas-Influencerin, die kriegt ja auch immer die ganzen Schuhe. Wie man auch auf dem nächsten Bild sieht, da hat sie nämlich auch die Cream White Yeezys an. Also ja. Wahrscheinlich mit den Schuhen, die veranlassen dann natürlich auch mal etwas lockere Fits zu tragen, so Streetwear-Richtung und deshalb, denke ich mal, passt es ganz gut. Kann man natürlich drüber streiten,
wen Adidas so manchmal mit seinen Schuhen ausstattet, aber ich finde, bei ihr ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Hier auf dem zweiten Pick ist sie mit ihrem Boyfriend zu sehen. Der hat da auch irgendwelche NMDs an, aber nichts Besonderes. Es geht ja auch eher um sie. Sie hat die, wie gesagt, die Cream White Yeezys an, eine schwarze Hotpants, so einen komischen Rucksack in Rot und einen gelben Oversize Crop Hoodie, also an den Ärmeln sieht man, der ist auch schon sehr stark Oversize. Gefällt mir aber, dass der Bündchen an den Ärmeln hat. Und ja, sie sieht auf jeden Fall sehr nice aus, der Fit, finde ich. Passt auch farblich gut zusammen mit dem Rucksack und dem Hoodie. Und ja, zu guter Letzt hätten wir dann noch Emily Oberg. Ihr solltet sie auch alle kennen von den Complex Supreme Videos in New York. Hier hat sie Nike Prestos an, eine High-Waisted Jeans, eine braun, sieht aus wie Leder jetzt von Weitem. Wie eine, so ein Leder-Look, Bomberjacke quasi und ein weißes T-Shirt und eine Supreme Shoulder Bag. Sehr guter Fit auf jeden Fall, aber ist man ja auch von ihr gewöhnt generell. Sie ist jetzt ja auch Creative Director bei Kith Woman und ja, dementsprechend ist klar, dass sie allgemein sehr häufig so den Street-Style rockt als Frau. Finde ich auch sehr nice und ja, also sehr guter Fit. Die Teile passen ja gut zusammen, wie ich finde, und ja, ihr steht es auf jeden Fall. Das soll es auf jeden Fall zu dem Video gewesen sein. Das war jetzt mal ein ganz kleiner Einblick von bekannteren Models und so, die auch den Streetwear-Style rocken. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr denkt, das geht bei Frauen klar. Ich finde auf jeden Fall, sie sollten das auf jeden Fall, sie haben auf jeden Fall nichts zu verlieren, sie können es auf jeden Fall machen. Sieht auf jeden Fall bei den meisten Designers aus. Ich feiere es auf jeden Fall, wenn ich jemanden sehe, der so jetzt auch mal Sachen von, was weiß ich, Grosha oder Supreme rockt. Nicht nur diesen Standard-Kram quasi. Also wie gesagt, also von mir Daumen hoch für die, die es machen. Ja, wie gesagt, schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst eine Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Abonniert meinen Kanal für wöchentliche Streetwear-Sneaker-Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche.